grundsätzlich bin ich mir eigentlich dran. Einfach nicht mehr mit so einem Scheiß. Alter, man macht das Zeug selber. Ich check den Humor noch nicht. Ich check wirklich den Humor noch nicht. Ich bin's recht und weg. Am besten schreib mir nicht mehr und dann lass meine Nummer so. Herzlich willkommen zurück zu der Messe TV. Ein weiteres Jahr geht zu Ende. Und es gibt immer noch Leute da draußen, die schauen an der Messe TV. Wir haben uns gefragt, warum. Und haben euch gefragt. Und es sind ein paar Antworten reingekommen. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. In diesem Sinne wünsche ich immer gute Unterhaltung. Viel Spass. Let's go. Warum schaut man an der Messe TV? Weil es beim Arbeiten langweilig ist. Und da muss ich mal einen grossen Dank an all meine KV-Angestellten schicken. Danke euch, dass ihr tagtäglich während dem Arbeiten meine Videos schaut. Ohne euch hätte ich gar keine Klicks. Weil mein Leben ist schon am Arsch. Weil du kein Basler bist. Ja, da hat jemand seine Anforderungen sehr tief gesetzt, aber richtig, man muss die richtigen Prioritäten setzen. Faires Argument. Wegen dem sexy Moderator. Ihr seht das in den DMs. Weil ich Mitleid habe mit euch. Oh, arme Tropf. Weil der Brömer, also der Kameramann, ein geiler Sieg ist. Und da geht der Applaus raus an den Brömer. Wir danken dir, dass du die ganze Scheiße noch verfilmst. Komm ins Bild. Danke, Brömer. Danke dir. Wirklich, grossen Dank. Kannst du wieder gehen? Ist gut. Nachdem wir jetzt wissen, warum unsere Community uns schaut, wollen wir natürlich herausfinden, was Branchenkollegen noch über uns denken. Und darum rufe ich jetzt da mal einfach ein paar an. Zum Beispiel den Flavio Stucki. Mal schauen, was der so über uns denkt. Hoi! Ich bin am Einkaufen. Ich habe gesagt, dass ich mich mal einlade. Was haltest du so von ADMS TV? Jeder weiss, dass ich euch wird in den nächsten 2 Monaten wahrscheinlich mit meinen Followerzahlen, keine Ahnung, 20, 30, 50-fache überholen. Also, das müsst ihr auch nicht anders erwarten bei dem Content, den ich mache. Der Stucki ist ja nur am Scherzen. Gell, Stucki? Und ich mache keinen Scherz. Ich bin seriös, Journalist. Ich höre dich auf einmal ganz schlecht. Tschüss! Ja, tschüss! Aber Flavio Stucki ist sicher nicht der Einzige, der so positiv von uns denkt. Mal schauen, was der Marius Bär dazu meint. Hoi Marius! Du, ich will nicht lange stören. Du bist doch sicher auch ein grosser Fan von ADMSI TV, oder? ADMSI TV, warte schon, welche sind da schon wieder? Ja, das sind die Pisses, die mir im ZFF so ein blödes Interview gemacht haben. Ja, es geht, gibt besseres. Also echt, ich hoffe, im nächsten Jahr macht es ein bisschen besser Content. Einfach so, ich check den Humor noch nicht. Ich check wirklich den Humor noch nicht. Manchmal ist es so, es ist einfach, ja. Ja, dann... Okay, vielleicht in der Gesangsbranche sind wir nicht so beliebt. Vielleicht beim Stucki auch nicht, obwohl ich glaube, die meinen das natürlich alles als Scherz. Aber der Leo, der Leonard Khalifa, mit dem mache ich auch recht viel, der ist sicher ein grosser Fan von uns. Hallo? Hoi Leo! Wir drehen gerade so einen kleinen Jahresrückblick und... Okay, Jan, ist gut. Ich habe schon mal gesagt, man darf nicht mehr mit so einem Scheiß. Alter, man macht das Zeug selber, du hast mich eh gerade in so einem Moment erwischt, wo ich eh gerade andere Probleme habe, mir gerade ausgeschlossen, ich muss gerade auf mich selber schauen, findest du da viel Erfolg. Aber Leo, nur noch schnell, du bist doch... Vielleicht haben wir den Leo jetzt einfach auch gerade auf dem falschen Fuß erwischt, aber wir haben ja zum Beispiel auch mit dem typischen Juli zusammen Videos gedreht und mit ihm haben wir sie immer lustig gehabt. Hoi, Juli! Hast du auch noch etwas zu ADMSI TV zu sagen? Ja, Bro, schwierig, Alter. Also, keine Ahnung. Also, ich habe es nicht so lustig gefunden, so mit euch. Ja, schwierig zu sagen, aber am besten schreib mir nicht mal, dann lass meine Nummer so. Ich habe es nicht so gefühlt, sagt er ehrlich. Ist nicht lustig, Alter, sagt er ehrlich. Easy, hey. Ich muss auch schon weiter. Ja. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Ciao. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, Mann. Ja. Wenn ihr es wenigstens cool findet. Ach, egal. Ich hoffe trotzdem, dass die Unterhaltung so gut war.